Meine lieben Ödländer-Freunde, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Atom RPG und wir sind hier immer noch im Untergrund. Wir haben ja letztes Mal die Tür frei gesprengt. Fand ich ganz interessant. Aber wir waren noch nicht fertig mit Erkunden. Das bedeutet, wir gehen hier nochmal ein bisschen gucken, was hier noch so zu holen ist. Und ihr wart auch wieder sehr, sehr fleißig in den Kommentaren. Vielen, vielen Dank dafür. So habt ihr mir zum Beispiel geschrieben, dass man, wenn man R1 gedrückt hält, den Scanner gar nicht mehr braucht. Hier, ich zeige euch das mal. Ich mach den mal weg. So, R1. Dann sieht man die Sachen, die hier lootbar sind. Hab ich nicht gewusst. Habe ich wieder was gelernt nach über 100 Folgen. Aber es ist okay, ist okay. Dafür machen wir das ja auch. Tipps und Tricks und so weiter. Richtig, richtig gut. Ich werde jetzt aber den Scanner trotzdem wieder anmachen, weil sonst kriege ich einen dicken Zeigefinger. So, wir gehen jetzt hier nochmal zurück. Gucken hier nochmal, was hier so liegt. Und dann gehen wir weiter. Ja, hier. So ein Zufall, da liegt eine Bombe. Oder Sprengstoff, vielmehr. Finde ich gut. 130 Rubel, da sage ich auch nicht nein. Richtig gut. Findet man auch nicht oft. Hier ist eine Ratte. Oh, hier sind mehrere Ratten. Und ich habe vergessen, die Jungs zu heilen. Haben wir gleich. Sollen sie kommen? Alten Rattenviecher. Sehr gut. Oh, ich bin zu weit entfernt. Was? Jawohl. Schritt zurück. Ja. Voll auf die 12. Gut gemacht. Oha, die Ratte kann aber viel ab. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Eieieiei. Hau drauf, Hexogen. Alter, heftiges Rattenvieh, ey. Das gibt's ja gar nicht, ey. Habt ihr das gesehen, wie die abgeht? Ist ja unfassbar. So, komm her. Ja, 300 Erfahrungspunkte. Die nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Fleisch nehmen wir auch gerne mit. So. Jetzt muss ich mal eben gucken, kann ich rasten. Okay, wir sind hungrig. Wir müssen zuerst was essen. Okay, warte mal. Ich würde gerne die Jungs wieder ein bisschen hochheilen, ne? Aber noch Dosenfleisch. So. Okay. Und dann rasten für 10 Minuten. Schon wieder Hunger? Gibt's ja gar nicht. So, mal eben gucken, wie sieht's denn bei den Jungs jetzt aus? Fiedel sieht gut aus. Ah, Hexogen noch nicht so ganz. Wir machen hier eine Schnellspeicherung für den Fall, dass was passiert. So, und wir gehen weiter. Kommen wir hier irgendwie rein? Ach, guck mal, hier sind noch Mäuse. Okay. Mäuschen, mach mal Piep.
So. Eine weniger. Jo, und wir sind vergiftet. Das liegt aber an den Pilzen, glaube ich, ne? Oh, schöner Crit. Das war nicht gut. Oh, das war gerade richtig Hass. Habe ich genau gesehen. Einfach mal richtig mit Wucht ausgeholt. Und voll drauf gekloppt. So. Wieder ein paar Erfahrungspunkte mehr. So. Dann mal eben gucken. Habe ich ein Gegengift? Ich weiß das gar nicht. Ich hatte mal welches, aber ob ich das schon benutzt habe, kann ich nicht sagen. Ah, wir haben hier Wasserflasche, können wir benutzen. So, ist das Gift wieder weg. Sehr gut. Schmeißen wir uns noch eine Red O rein. Zack. Und das Fleisch nehmen wir mit. So. Wen haben wir denn hier? Guck mal. Okay, ist relativ unspektakulär. Ich habe jetzt eigentlich eine bessere Belohnung erwartet, aber okay. Man kann nicht alles haben. So. Guckt mal. Altpapier. Seife. Ja, nimm mal mit. Nimm mal mit. Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Kann das sein? Nee, waren wir nicht. Oder? Guck mal, man kann hier... Da geht's noch lang. Okay. Ja, komm. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wo das hier hinführt. Bin gerade so ein bisschen irritiert. Ah ja, hier ist der. Ja, ja, okay. Verstehe. Verstehe, verstehe. Da müssten wir quasi zur Haltestelle wieder kommen, ne? Gut, dann würde ich ja fast sagen, dass wir hier soweit alles gesehen haben. Ja. Ich gehe jetzt hier nochmal lang. Kommt man hier irgendwie runter? Nein. Sieht nicht so aus. Hier die Rattenviecher. Fleisch nehmen wir nochmal mit. Ja. Da ist ein Eimer. Okay. Ah, hier kommt man runter. Warte mal kurz. Gehen wir nochmal hier gucken. Ja. Ah, hier geht's auch wieder weiter. Okay, warte mal. Einmal schnell speichern und dann gucken wir mal, wo das jetzt hinführt. Ah ja, okay, jetzt sind wir hier unten. Ich verstehe. Ja, wir wollten ursprünglich... Ja, hier links rum. Aber links rum geht nicht. Deswegen sind wir hier lang gelaufen. Handelskarawane, ja. Wir wollen handeln. Wir brauchen Geld. Und Ausrüstung. So, wo ist er? Hello, hello. Mal eben gucken. Ah ja, guck mal. Guten Tag. Guck mal, die haben ein Schienenfahrzeug. Vor dir steht ein untersetzter Mann, gekleidet in einer Vorkriegslederjacke. Er schlurft mit den Füßen und fragt dich mit leiser, gedämpfter Stimme. Hey Stalker, willst du handeln?
Oha. Der hat aber einiges. Ja, da lass uns doch mal gucken. Er hat 2000 Rubel. Hier, Kabel. Das auf jeden Fall nicht. Was könnte ich ihm denn mal noch so anbieten? Zähne auch nicht, die brauchen wir noch. Für die andere Quest. Hier kommt mal, Medaille. Leere Flasche. Kassetten. Hier, Schuh. Dosen. Salz. Leere Flasche, 10 Stück. Bandana. Glas. Bild. Wodka. Das rostige Messer. Wasser nicht. Platine, Lupe, Klebeband, Wecker, Seife, Gabel, Löffel. Okay, wie sieht's bei Fiedel aus? Hat er noch irgendwas, was wir nicht brauchen? Na, geht so, ne? Okay, so. Gut, dann gehen wir mal gucken, was er so Schönes hat. Was ist das hier unten? Okay. Okay, der hat auf jeden Fall Munition. Das ist gut. Heilung hätte ich gerne. Nehme ich mit. 9mm Patronen auf jeden Fall. Die nehme ich auch mit. Die auch. So. Der Revolver sah interessant aus, ne? Der ist ganz schön teuer. Habe ich so einen? Ich weiß das gerade gar nicht. Lass uns mal gucken. Ach ja, guck mal, wir haben hier noch Talisman. Können wir auch verkaufen. Brechstange. Revolver da. M1895. Na, nee, okay, den haben wir dann schon. Den brauchen wir nicht. Alles klar. Ja, dann, wenn das so ist. ...96 Rubel legen wir drauf. Oh, guck mal da. Die habe ich gar nicht gesehen hier. Warte mal kurz. So. Die Muni nehme ich auch noch mit. So. Jetzt aber. So. Guck mal, da haben wir... ...wieder ein bisschen unseren Vorrat aufgestockt. Das heißt, wir geben die Muni jetzt auch direkt wieder ab. An die Herrschaften. So, 9mm. Fiedel hat eine 9mm. Und Hexogen hat irgendwie nur... Obwohl, der könnte die auch gebrauchen, ne? Ja, komm, der kriegt Hexogen die. So. 30 mm. Ne, Kaliber 30, so. Gehen wir die rüber und das andere kriegt Fiedel. So, Hexogen rüstet sich jetzt aber mal aus hier mit... mit der Waffe. Und... Warte mal, was ist das? Dreiläufige Impro-Pistole. Okay. Ja, hier Revolver, den kann er auch ausrüsten. So, Munition sollte er jetzt haben. Sehr schön. Haben wir das auch geklärt? Können wir wieder gehen. Ich muss nur den Ausgang finden. Holy shit. Ich finde hier den Ausgang nicht.
Hallo, Ausgang. Da hinten ganz. Okay. Ah, alles klar. Wir laufen los. Zack. So, hier ist die Haltestelle. Ach ja, stimmt, wir müssen auf die andere Seite. Oder? Warte mal. So. Ja, das ist mit den Haltestellen, das ist nett gemacht, aber man kommt da immer schlecht rüber. Man verhakelt sich da. Oh, wir sind hungrig. Komm her, wir machen mal eben eine Pause und hauen uns mal eben hier ein bisschen Fleisch in den Magen. So. So. Was haben wir hier? Eine leere Dose. Kann man hier irgendwas machen? Oh, guck mal, Kabel. Das nehmen wir natürlich mit. Kann man verkaufen. So. Und dann gehen wir hier wieder raus. Zack. So. Im Schatten verstecken. Okay, schnell speichern. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade hinlaufen. Sieht aber interessant aus. So. Guck mal, wir sind gleich bei der Plündererbasis. Ey, krass. Weitergehen. Ich will nicht gegen diese feuerspuckenden Viecher kämpfen. Ja, geil. Haben wir hier den Ort erreicht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich woanders hin. Aber jetzt, wo wir schon mal da sind. Gut. Plündererbasis. Gehen wir gucken. So. Guten Tag. Ein gut bewaffneter Mann mit Schnurrbart und Brille steht dir im Weg und bewacht die vor dir liegende Station. Er knurrt ein einziges Wort. Passwort? Passwort. Ach ja, genau das Passwort. Charisma. Passwort ist Zigan. Die Wache tritt zur Seite, damit du passieren kannst. Komm herein. Okay. Zigan, ja. Bestens, dann lass uns noch etwas plaudern und ich bin weg.
Der Mann neigt den Kopf zur Seite. Er ist es nicht gewohnt, im Dienst lange Gespräche zu führen. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Na, dann gehe ich jetzt besser. Ja, so einfach kommt man in die Plündererbasis. Wen haben wir denn hier? Oh, die sieht aber freundlich aus. Dir reicht ein Blick, um sagen zu können, dass die Frau eine Mutantin ist. Ihre Augen hätten sie, wie bei den meisten anderen allerdings, nicht verraten. Stattdessen erkennt man an ihren drei üppigen Brüsten... Die Frau mit den drei Brüsten, geil. Dass sie ein weiterentwickelter Mensch ist. Als du ihre Missbildung anstarrst, spuckt die Frau ihre Zigarette aus und spricht dich mit einer knurrenden männlichen Stimme an. Drei Titten, Ludger. Oh, Freunde. Oh, was ist denn hier los? Wie war das, junger Mann? Willst du etwa sagen, dass du etwas Spaß mit drei Ditten Ludger haben möchtest? Darüber lässt sich reden. Riskier nichts, Amigo. Diese Dame sieht aus, als könnte sie ein paar schnelle Stunden des Vergnügens deinem kleinen Freund langfristige Probleme bereiten. Syphilis. Syphilis, du denn nicht? Ich meine, siehst du denn nicht, was ich meine? Du kriegst Sackratten, Cabron. Klappe, Glatzkopf. Auch falls der Kunde mal ein kleines Extra mitnimmt, kann das der Arzt in der Stalker-Basis für ein paar Flaschen Wodka wieder hinkriegen. Großartig. Ich würde unsere Freundschaft lieber erst einmal mit ein paar Fragen beginnen. Hast du etwas Zeit dafür? Die Frau zuckt mit den Achseln und entblößt ihre Lippen mit einem schiefen Lächeln voller gelber schiefer Zähne. Du bist nicht sofort weggerannt, als du erfahren hast, dass du dich mit einem Mutanten unterhältst. Gut so, klar. Können wir ein wenig plaudern. Ich hätte da ein paar Fragen. Hast du einen Moment? Charisma, worum geht's? Irgendwelchen Tratsch aufgeschnappt. Kumpel, wenn du mit einem Typen das Bett teilst, will er immer über irgendwas quatschen. Das Seltsamste, was ich bisher gehört habe, waren diese gedämpften Pfadfinderflöten oder Hörner oder was auch immer, die überall auf die Müllcontainer und Wände gemalt wurden. Ich dachte, es sei ein alter Kerl, der sich nach den Pfadfindern der Sowjetunion sehnt, aber es stellte sich heraus, dass es das Siegel einer gewaltigen Bande war. Sie rauben, sie töten, sie handeln mit Drogen und Sklaven. Dabei scheint niemand zu wissen, wo sie sich treffen oder wer ihre Mitglieder wirklich sind. Oha, da kriege ich ja richtig Angst. Ich frage sie nochmal. Ja, okay. Okay. Wir speichern mal schnell. Ich nehme mal ihr Angebot an. Unterhalten wir uns doch über dein schlüpfriges Angebot. Was gibt's denn da zu unterhalten? Es ist ganz einfach. 150 für Safe und 200 Rubel für eine Runde ohne Gummi. Dafür mehr Spaß. Ja, ich habe kein Gummi, deswegen... Die Frau lächelt, während sie das Geld in ihrem BH versteckt. Los geht's, junger Mann. Autsch. Oh, wow. Na, ja. Musik. Philo und Hexogen müssen draußen bleiben. Okay. Oh mein Gott. Wow.
Lofgu, gibt sogar eine Trophäe, okay? Wusste ich gar nicht. Hey, du hast Eier in der Hose. Falls mal was jucken sollte, liegt es nicht an deinen Hosen. Die Stalker-Basis hat einen guten Arzt, der dir für eine oder zwei Flaschen Wodka sicher weiterhelfen wird. Ich fühle mich nicht so gut. Ach du Heiliger. Einfach hier mal auf den Klo eine Nummer geschoben. Aber wir sind nur hungrig. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Warte mal, da habe ich doch was. Ja, gar kein Problem. So. Bisschen vergiftet sind wir. Das geht noch. Jawohl, komm. So. Jawohl. Gut, dann gehen wir mal. Guck mal, da geht schon in den nächsten Bereich. Etwas Kaffee kochen. Oh, guck mal, Gesundheit. Oh, krass. Wir sind tatsächlich krank. Kacke. Kriege ich das wieder hin? Warte mal. Nein. Shit. Also, was lernen wir daraus, Freunde? Nicht gut, was wir da gemacht haben. Aber ich habe es natürlich für euch gemacht, ne, damit ihr mal seht, was da so passiert. So, wir gehen mal hier kurz rein. Oh, ein Spiegel. Und ein Aktenkoffer. Yay! Eine Siggi. Und ein bisschen Altpapier. Altpapier. Okay, sonst ist hier aber nichts, ne? Okay, wir gehen hier hinten nochmal lang. Mal gucken, was es hier so Schönes gibt. Boah, voll laut. Kabel. Noch mehr Kabel. Jawohl. Alles klar. Ich gehe mal kurz gucken, wo das hier hinführt. Ah ja, guck mal, jetzt geht das hier weiter. Okay, aber wir gehen wieder zurück. Ich werde jetzt auch den Speicherstand wieder laden. Ich habe mir das gerade überlegt. Ich habe keine Lust, hier mit so einem blöden Debuff rumzurennen. Aber wir haben ja gesehen, was passiert, wenn wir mit der netten Ludka ins stille Camp allein gehen, deswegen machen wir das mal eben so. Schnell speichern. Genau. So, jetzt sind wir auch wieder gesund. Gesund und munter und wir haben unsere... oh, guck mal hier. Unsere Rubel auch wieder. Ich denke, das war eine gute Entscheidung. So, hier knacken wir das Ding nochmal eben auf. Nehmen das alles mit. Ach, da sitzt sogar jemand, den habe ich gar nicht gesehen. Ein Grauhaariger von etwa 60 Jahren gräbt sich durch einen riesigen Stoffsack voller Füllfederhalter, Tintenfässchen und altmodischer Spritzen. Als er dich bemerkt, lächelt er und fragt: Bist du wegen des Tattoo-Wettbewerbs hier? Willst du gegen die Besten antreten? Willst du groß ab sein oder bist du hier, um dir eine glänzende neue Tätowierung vom Tintenmeister selbst
Dänisch machen zu lassen. Was? Vom Tattoo-Meister Denisic auf meiner Haut? Wahnsinn, ich habe schon viel über dich gelesen, als ich mich zum ersten Mal in die Kunst der Tätowierung verliebte. Sogar in Vorkriegspublikationen. Freut mich zu hören, dass ich schon so berühmt bin. Tja, wenn du genug Kohle hast, kann ich dir vielleicht eine Erinnerung an meine Arbeit für die Ewigkeit hinterlassen. Nein, tut mir leid. Ich habe beschlossen, mir keine Tätowierung stechen zu lassen. Sie sind zu stark mit dem kriminellen Lebensstil in unserer Kultur assoziiert. Ich will nicht, dass die Leute denken, ich sei irgendein Krimineller. Vielleicht werde ich ja in einem anderen Leben vom Kopf bis Fuß mit Tinte bedeckt sein. Aber leider nicht in diesem. Ah, noch ein Opfer von stereotypischen Klischees. Ich kann mir die Chance auf eine raffinierte Tätowierung nicht entgehen lassen. Okay. Der alte Mann lacht, während er einen Füllfederhalter aus seiner Tasche nimmt und beginnt, die abgestandene Vorkriegstinte... Die beginnt, aus ihm herauszusaugen. Ah, okay. Du bist am richtigen Ort. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Du sprichst mit dem besten Tätowierer im ganzen Ödland. Niemand hat es so drauf wie ich. Deshalb bin ich Juror bei Wettbewerben, anstatt an ihnen teilzunehmen. Sag mir, was dich interessiert. Ein Tattoo kostet 2000 Rubel und 3 Tattoos pro Person sind mein oberstes Limit. Schließlich möchte ich exklusiv bleiben. Oh, mein süßes Kind. Beschmutze deine reine Haut nicht mit ekelhaften Gefängnistätowierungen. Der Körper eines Mannes ist sein Kongress der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Deine Pflicht ist es, ihn in dem Zustand zu erhalten, in dem er sich befand, als sein Schöpfer, der mächtige Lenin, ihn aus Lehm und den Tränen bescheidener Arbeiter formte. Wo ist dein Lenin denn jetzt? Er ist tot, aber Tattoos bleiben für ewig. Du schließt deine Augen und versuchst dich an die ansprechendsten Tätowierungen zu erinnern, die du je gesehen hast. Aus denen, an die du dich erinnerst, wählst du einige aus, die du vielleicht dauerhaft auf deinen Körper haben möchtest. Sofort fallen dir 3 Tattoos ein. Dann kommt dir auch noch ein 4. in den Sinn. Aber bei diesem bist du dir nicht ganz sicher. Okay, wir haben kein Geld dafür, schade. Nochmal wegen des Wettbewerbs. Der alte Mann klopft dir auf die Schulter. Ich hatte wirklich gehofft, dass wir einen Neueinsteiger in das Turnier bekommen würden. Den fantastischen Profis zuzusehen, denen du dein ganzes Leben lang gefolgt bist, ist nicht mehr das, was Spaß macht. Wie dem auch sei, hier ist der Deal. Jeder Teilnehmer, auch du, erhält einen Freiwilligen, der als Leinwand für deine Tätowierung herhält. Der Schöpfer der edelsten Tätowierung erhält von mir persönlich einen fabelhaften Preis. Ein schönen Haufen Geld oder eine einzigartige Tätowierung? Gefällt dir das? Ja. Ich liebe es. Schreib mich ein. Der Mann klatscht laut in seine Hände. Wunderbar. Tapfer auf der ganzen Linie. Doch deine Zustimmung zur Teilnahme ist nur ein Teil der Abmachung. Du wirst auch darauf warten müssen, bis die anderen Meister hier zum Turnier erscheinen. Und lass dir gesagt sein, wenn das soweit ist... Und lass dir gesagt sein, wann das soweit sein wird, weiß nur Gott selbst. Okay. Wenn man vom Teufel spricht, da sind sie ja alle. Geh mit ihnen, ich hole inzwischen die Modelle. Die Menschenmenge, die sich zu diesem Spektakel versammelt, macht dir leichte Sorgen. Dann betrachtest du dein freiwilliges Tattoo-Modell. Es ist dir schleierhaft, warum du dich entschieden hast, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Denn ist das Kritzeln an den Wänden eines Bunkers als Kind wirklich so anders als das Tätowieren eines schwabbeligen und wahrscheinlich gewalttätigen Kerls, den man nicht vor deinem völligen Mangel an Erfahrung gewarnt hat? Du hoffst inständig, dass die Antwort Nein lautet. Unsere heutigen Kandidaten sind der amtierende Champion Dobrovit Rabinovic, der erfahrene Künstler Hake Merluxius, der absolute Vollprofi Michael Oval und der Geheimfavorit, der Unbekannte, der geheimnisvolle Tintenmeister. Kandidaten, nehmt eure Nadeln und möge der talentierteste Künstler gewinnen.
Der Kampf der Tattoo-Künstler beginnt. Die Menge wird plötzlich ganz ruhig und konzentriert sich voll und ganz auf die Teilnehmer. Du wirfst deinen Konkurrenten einen schnellen Blick zu. Michael hat begonnen, auf den Rücken seines Modells einen Wolf in einer Gefängniszelle zu skizzieren. Hake Merlugius mischt langsam die Tinte, die er für sein Meisterwerk verwenden wird. Dobrovit ist immer noch dabei, sein Modell im Stillen nach einem Ort für seine Tätowierung zu untersuchen. Du schluckst deine Nervosität runter und widmest dich wieder deinem Modell. Allerdings bist du dir nicht ganz sicher, wo du anfangen sollst. Sieh dir zuerst den Körper deines Modells genauer an. Sorgfältig untersuchst du den armen Stalker, der sich bereit erklärt hat, deinen Versuchskaninchen zu spielen. Er ist ein hart aussehender Kerl. Das sieht man vor allem an seiner dicken und geformten Brust und seinen Armen. Er hat jedoch auch Mängel. Einen krummen Rücken, den er wahrscheinlich vom Schleppen schwerer Beute bekommen hat. Und einen vernarbten und klumpigen Bauch. Okay, das ist ein Hinweis. Das heißt, wir nehmen die Brust. Du beginnst an der makellosen, steinharten Brust deines Modells zu arbeiten, bis du von irrem Gelächter unterbrochen wirst. Das Modell von Hake kichert, als seine Nadel die Haut seiner Brust kitzelt. Du schüttelst den Kopf und versuchst, dich zu konzentrieren. Jetzt ist an der Zeit, das Motiv deines Meisterwerks auszuwählen. Zeichne einen dämonischen Häftling mit Hörnern und einer Mistgabel. Zeichne ein brennendes Herz, riesige Hatte, Ratte mit Hut. Dämonischen Häftling. Fehlschlag. Wahllos zeichnest du ein albern aussehendes Strichmännchen. Mir läuft beim bloßen Anblick ein Schauer über den Rücken hinunter. Füge ein paar sexy Meerjungfrauen hinzu. Ein weinenden Engel. Okkulte Symbole. Sexy Meerjungfrauen. Die Spitze deiner Zunge ragt aus deinen Lippen, während du der Dämon die beschissen aussehende Karikatur von düster inspizierst. Alter, was ist das für ein Deutsch? Und ein paar verführerische und barbusige Meerjungfrauen zum Bild hinzufügst. Mach ihnen Feuer unter dem Hintern, mein Kind. Ob die Arbeit gut oder schlecht ist, kannst du nicht sagen, aber sie ist definitiv vielfältiger geworden. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine eingängige Phrase, die die gesamte Komposition einfängt. Danach brauchst du die Skizze nur noch mit einer Nadel einzufärben. Oha, gar nicht so einfach. Nur eine Kugel zwischen die Augen kann mich aufhalten. Du schreibst, nur eine Kugel zwischen die Augen kann mich aufhalten. Du bist im Grunde genommen ein echter Rebell und wahrscheinlich auch ein Staatsfeind. Wenn es so etwas noch gäbe. Die Worte schreiben sich selbst und bald ist alles fertig. Jetzt ist an der Zeit, eine Tätowierung nach den Linien deiner Skizze anzufertigen. Tauche deine Nadel in die Tintenmischung und mach dich an die Arbeit. Die Zeit vergeht nur langsam, während dein Modell leise vor Schmerz weint. Du entsorgst eine Füllfederpatrone nach der anderen und zeichnest auf schmerzvolle Weise die ideale Tätowierung aus deiner Fantasie auf deine lebende Leinwand. Deine Gegner Ovalo und Rabinovic würdigen dich keines einzigen Blickes. Rabinovic wirkt sogar wie in Trance. Wo ist der Dritte, fragst du dich und bekommst die Antwort Sekunden später. Von außen freundlich, aber innen leider voller Niedertracht, schwingt sich dieser aufgeblasene Bastard Hake vor dich und spuckt auf deine teilweise fertige Tätowierung. Indem du hastig seinen widerlichen Speicher wegwischst, verlierst du den größten Teil deiner Skizze und hast nun keinen Entwurf, um deine Arbeit zu beenden. Okay. Tarnung. Hau dem Scheißkerl eine in die Fresse, wenn gerade niemand hinseht. Erfolg. Glücklicherweise wurde nicht die gesamte Zeichnung von Hakes stinkendem Rotz verschmiert, aber der dreckige Betrüger bereitet bereits ein weiteres Niesen auf deine Arbeit vor. Schnell nimmst du den Lappen, mit dem du das Blut deines Modells abtupfst und hältst ihn Merlugius hin, als ob du ihm ein Taschentuch anbieten würdest.
Aber stattdessen schlägst du diesen fiesen Hake mitten auf die Nase, wobei der Lappen deine geballte Faust vor dem Publikum verbirgt. Der dicke Mann fällt auf die Knie, blutströmt aus seinem zerquetschten Gesicht. Die Menge murmelt dabei leise, aber niemand bemerkt deinen heimlichen Schlag. Alle glauben, du hättest deinem realen Rivalen lediglich ein Taschentuch gegeben, woraufhin er aus irgendeinem Grund gestürzt ist. Oder vielleicht hat er auch nur einen Sturz inszeniert, um dich schlecht aussehen zu lassen. Melukius selbst ist zu schockiert und verängstigt, um das Wort zu ergreifen. Setze deine Arbeit fort. Eine halbe Stunde vergeht und deine Arbeit ist endlich fertig. Alles wäre viel besser gelaufen, wenn Melukius sich nicht eingemischt hätte. Der quälende Gedanke, gegen diesen Betrüger zu verlieren, geht dir nicht aus dem Kopf. Vielleicht solltest du dich selbst gegen einer deiner beiden verbleibenden Rivalen etwas revanchieren, um die Chancen auszugleichen. Naja, okay. Sieh dir deine Konkurrenten an. Einfach weiterarbeiten. Die Zeit tritt dir auf die Fersen, du stichst schneller und schneller, fügst immer mehr kleine Details hinzu und wischst gerade noch rechtzeitig über die empfindliche Hautstelle, um von einem Revolverschuss betäubt zu werden, der keine 2 Meter von deinem linken Trommelfeld entfernt ist. Schnell drehst du deinen Kopf, um einen Stalker zu sehen, der den rauchenden Revolver in der Hand hält und erkennst, dass dies das Signal war, den Wettbewerb zu beenden. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Der Schuss hallt immer noch in deinen Ohren und Flocken trockener Farbe regnet von der Decke auf dich herab. Als Denisisch lautstark seine Einleitung zur Bekanntgabe des Siegers beginnt. Stunden harter Arbeit sind vergangen und wie sieht das Ergebnis aus? Von Mikael Ovarf, ein wunderbarer Nazi-Wolf, der einen Soldaten in einer Gefängniszelle zerfleischt. Dazu steht, lang leben die Diebe, im Blut an der Wand geschrieben. Der Wolf ist kein Nazi, er ist ein Antikommunist. Höflich applaudieren. Schauen wir mal. Seltsamerweise konnte Hake Melukius nur einen groben Umriss und eine Blutlache auf den Boden zaubern. Mach das nach der Show sauber, okay? Erhebe deine Faust in Hakes Richtung. Ein erstaunliches Werk von Dobrovit Rabinovic, ein Engel, der einen mürrischen Stalker aus der City in die Arme seiner weinenden Mutter trägt. Das Meisterwerk ist mit dem Spruch, ich werde trotz ihrer Bemühungen zurückkehren, denn ich weiß, dass du auf mich wartest. Mama, versehen. Ach, so gut. Gott, ich werde gleich losheulen, wie ein kleines Schulmädchen, dem man seinem Lolli geklaut hat. Ich liebe es, wenn meine Arbeit bei den Menschen echte Emotionen hervorruft. Das ist für mich viel wichtiger als jeder Preis oder ein erstaunlicher Sieg. Höflich applaudieren. Noch bevor ich mir die Tätowierung selbst anschaue, muss ich dem Kind hier wirklich ein Kompliment für die Wahl der Leinwand machen. Einfach eine ideale Stelle. Weder der vernarbte Bauch noch der krumme Rücken waren die erste Wahl. Stattdessen wurde es die muskulöse Brust. Allein diese Entscheidung war ein wichtiger Schritt in Richtung Sieg. Sieh sich das mal einer der Dämonen an. Gott, ist das schlecht. Leute, wirklich übel. Mir sind Kinder mit schweren Kopfverletzungen begegnet, die mit ihrer Scheiße Kunstvolleres geschaffen haben. Du wirst dich jetzt fragen, aber Meister Denisic, was ist mit den sekundären Details? Dann sehen wir uns die mal genauer an. Qualität ist hier nicht das Wichtigste. Von all den Motiven, die du hättest wählen können, warum hast du dich ausgerechnet dazu entschieden, dass den Dämon und ein paar sexy Meerjungfrau zusammenpassen? Das ist so, als würde man eine Gabel mit einer Steckdose kombinieren und dann beide in den Popo stopfen, um Himmels Willen. Okay, was kommt als nächstes? Ach ja, der Slogan. Der Slogan passt nicht wirklich, eigentlich passt überhaupt nicht. Um ganz ehrlich zu sein, ist das totaler Quatsch. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Okay, wir warten das Urteil ab. Mein Fazit lautet, einiges in deinem Werk ist passabel, aber die Komposition ist Schrott. Sie ist nicht schön, nicht originell, nicht einprägsam. Wenn mir jemand so eine Tätowierung verpassen würde, würde ich ihm ein Messer ins Auge rammen. Aber jetzt lass mich den Hauptpreis in die Hände von Mikael Oval geben, denn er ist der zweifellos praktisch unangefochtene Sieger des Wettbewerbs. Sieger, auf die Bühne mit dir.
Die Menge verblüfft über die Bekanntgabe des Champion explodiert in Schreien, Applaus und Jubel, so rot wie ein gekochter Hummer. Aber mit einem Lächeln, das sich von Ohr zu Ohr erstreckt, zeigt Michael einen höchst gekonnten Rückwärtssalto in der Mitte der improvisierten Bühne und verbeugt sich vor der begeisterten Menge. Du und der Rest der Teilnehmer sind immer von Sekunden vergessen. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als zu gehen und einen tiefen Hass auf den Richter und dein eigenes grausames Schicksal zu hegen. Nimm die Niederlage hin. Ja, Freunde. Alles klar. Okay, das machen wir nochmal. Aber nicht heute. Meine lieben Freunde, wir haben wieder viel erlebt. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal alles Revue passieren und sehen uns bald mit einer neuen Folge wieder. Ich bin sehr gespannt, was uns hier noch so alles Schönes erwartet. Ich bin sehr überrascht. Ich habe mit dem allen auch nicht wirklich gerechnet. Aber es war schön. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst es mich gerne wissen. Faust schütteln und so weiter. Ihr kennt das ja. Und dann sehen wir uns bald wieder mit einer neuen Folge. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschö. Mit Ö.